ETCS ist das European Train Control System, also das europäische Zugsicherungssystem. Durch den Einsatz von ETCS können wir künftig einen zuverlässigeren und pünktlicheren Zugverkehr betreiben. Wir haben im Projekt DKS Stuttgart 18 Prototypen ausgerüstet. Es gibt ein elektromechanisches Konzept, das wir installieren. Es gibt eine für das Fahrzeug zugeschnittene ETCS-Software. Meine Kollegen installieren hier gerade die Wegimpulsgeber-Radsensoren. Die beiden Signale werden dann zum Fahrzeugrechner geführt und werden dort verglichen und müssen eine identische Geschwindigkeit anzeigen. Die Radarantenne ist für unser ETCS-System ein weiterer Sensor zur Geschwindigkeitserfassung. Die Kollegen installieren jetzt gerade die Verkabelung dieser Radarantenne. Das heißt, wir müssen mit dem Kabel wasserdicht, schneedicht ins Wageninnere kommen. Wir installieren hier die Eurobalisen-Antenne. Diese Eurobalisen-Antenne ist eine der wichtigsten ETCS-Komponenten. Die erlaubt das Auslesen der auf der Strecke verlegten Eurobalisen. Dort sind Geodaten hinterlegt. Damit erfolgt eine sehr exakte Positionierung. Wir haben hier den ETCS-Bordrechner verbaut, der European Vital Computer. Dieser Rechner ist das Gehirn der ETCS-Anlage. An dieser Stelle laufen alle Informationen zusammen. Wir haben im Fahrzeug zwischen 10 bis 12 Kilometer Kabel verbaut von beiden Führerständen und die treffen hier auf diesem Rechner zusammen. Wir installieren hier die Wagenübergangskabel. Damit bringen wir unsere Signale von einem Wagenkasten zum anderen. Dabei verlassen wir immer wieder den Wagenkasten, gehen dann raus in die Umwelt und durch angepasstes Design stellen wir sicher, dass wir wieder die Wasserdichtigkeit herstellen und somit auch die Sicherheit der Datenverbindung. Wir sind hier auf dem Dach der S-Bahn Stuttgart. Hier haben wir insgesamt 5 Dachantennen für das ETCS-System montiert. Eine davon ist die GPS-Antenne. Damit holen wir uns das Zeitsignal vom GPS-Satelliten. Die weitere Aufgabe ist die Kommunikation der Antennen mit dem ETCS-Streckenrechner. Durch die ETCS-Dachantennen können wir künftig eine Strecke ohne Signale betreiben. Wir befinden uns im Führerstand der S-Bahn Stuttgart. Hier installieren wir das DMI, das Driver Machine Interface. Das ist die Schnittstelle zwischen dem Triebfahrzeugführer und der ETCS-Anlage. Des Weiteren den ATO-Button für Automatic Train Operation. Im Projekt Stuttgart ist vorgesehen, ATO im sogenannten Level 2 zu betreiben. Dabei übernimmt der Triebfahrzeugführer die Beobachtung der Strecke und das Öffnen und Schließen der Türen. Das ATO-System übernimmt die Fahrt von einer Station zur nächsten. Das DMI ist auch redundant ausgeführt, das heißt, es besteht aus 2 einzelnen Bildschirmen. Für den Fall, dass einer defekt ist, können wir die wichtigsten Informationen auf dem anderen Bildschirm darstellen. Alstom hat in den vergangenen 15 Jahren in zahlreichen europäischen Ländern Fahrzeuge schon mit ETCS ausgerüstet, unter anderem in Norwegen, in Dänemark, der Schweiz, Österreich, Italien. In Deutschland haben wir sehr große Teile der ICE-Flotte ausgerüstet und aus diesen Projekten resultiert unser Erfahrungsschatz, der es uns ermöglicht, auf jedem Fahrzeug ETCS einzubauen.